Es war jetzt immer wieder von Glaubenskurs die Rede. Aber was ist eigentlich ein Glaubenskurs? Das Wort ist ja für manche vielleicht ein bisschen unangenehm, erinnert an Schule. Aber Sie werden gleich merken, es geht gar nicht um Schule, sondern es geht eigentlich, wenn man in die Heilige Schrift, in die Bibel schaut, um Glaubensprozesse. Denn in der Bibel gibt es immer wieder Situationen, dass Menschen, sei es im Alten Testament, sei es im Neuen Testament, dass Menschen von Gott sich angesprochen fühlen. Dass Gott mit Menschen eine Beziehung beginnt, initiiert, könnte man auch sagen. Und das trifft die Menschen ins Herz, wenn sie etwa an den Petrus denken oder auch an den Abraham denken und viele andere Menschen. Und die Menschen, die von Gottes Wort, von Gottes Zuwendung, von Gottes Anruf ins Herz getroffen werden, die geben darauf in irgendeiner Weise eine Antwort. Und das ist nicht nur bei Menschen, die ganz neu mit Gott beginnen, die Gott ganz neu kennenlernen. Das ist auch bei Menschen, die schon ein religiöses Leben geführt haben, etwa im Alten Testament, aber auch die Apostel, die waren ja schon religiös. Und trotzdem haben die durch diesen Anruf, durch diese Zuwendung Gottes gemerkt, oh, da beginnt etwas Neues. Die Beziehung, die sie schon hatten zu Gott, bekommt eine neue Qualität. Es ist ein echter Neuanfang. Und das sind Glaubensprozesse in der Bibel. Wenn man die genauer anschaut, ist das immer etwas Dialogisches, nicht? Gott spricht den Menschen an und der Mensch gibt darauf eine Antwort. Aber das geht natürlich nicht im Hauruck-Verfahren. Da ist ein Zuspruch, eine Anrede. Und in der Regel ist es ja so, dass der Mensch dann zunächst mal sagt, oh, weiß ich nicht genau, soll ich, will ich? Es gibt Einwände. Wir werden das gleich in einem Beispiel näher anschauen. Und ein dritter Schritt ist dann, dass Gott gleichsam nochmal einen Beistand schenkt, etwa durch die Nähe eines Menschen oder einen Beistand, dass er dem Menschen ganz konkret Hilfen gibt, wie er diesem Anruf beantworten kann. Und dann kommt die Antwort. Wir wollen das jetzt anschauen, ganz konkret am Beispiel von Maria, der Mutter Jesu. Ich denke, die Geschichte ist vertraut, ist auch ein wenig dargestellt hier auf dem Bild, was sich bei uns in Fallen da in der Kirche befindet. Da ist zunächst die Anrede. Der Engel Gabriel spricht im Namen Gottes, auch in der Kraft Gottes, sei gegrüßt, du Begnadete. Ein Zuspruch und Maria erschrickt ja, heißt es. Das heißt, sie merkt, oh, da bin ich gemeint, da will jemand etwas von mir, da will Gott etwas von mir. Aber sie sagt nicht einfach ja und Amen, sondern sie sagt zunächst, wie soll das eigentlich geschehen? Gar nicht möglich. Geht das überhaupt? Sie bringt einen Einwand. Und das bringt nicht nur sie, das gibt es in vielen anderen Gestalten des Alten und Neuen Testamentes, dass es erstmal Vorbehalte gibt, Einwände. Und die Antwort, die dann kommt von Gott her, ist der Beistand. Nicht, dass es heißt, also ernst war das nicht gemeint, sondern du, ich gebe dir die Kraft dazu. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Ich selbst helfe dir, dass das möglich wird. Und nach diesem Beistand ist dann in diesem Fall Maria bereit und fähig, die Antwort zu geben, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist eigentlich das Grundmuster. Und nach diesem Muster eines Prozesses oder auf dem Hintergrund dieses Musters, wie ein Prozess in der Bibel abläuft, wie Menschen sich auf einen Weg begeben, ist es, glaube ich, ganz wichtig, zwischen zwei Arten von Glaubenskursen zu unterscheiden. Es gibt Kurse, die haben mehr den Charakter der Wissensvermittlung. Die wollen einführen in ein Wissen über Gott. Die können zum Beispiel darüber reden, dass es diesen Prozess gibt, Anrede, Einwand, Beistand, Antwort. Dieser Prozess wird erläutert. Aber ich denke, spürt jeder, das ist etwas anderes, als, ja, wenn die Leute, die dabei sind, in einem Kurs eingeladen werden, selbst Erfahrungen mit diesem Prozess zu machen. Das nennt man dann existenzbezogene Glaubenskurse im Unterschied zu wissensvermittelnden Glaubenskursen. Und diese existenzbezogenen Glaubenskurse, die gehen ganz konkret Schritte in eine persönliche Gottesbeziehung hinein. Das heißt, der Prozess wird nicht erläutert, sondern der Prozess wird angestoßen. Der Prozess Anrede, Einwand, Bestärkung und Antwort. Es ist also ein ganz wichtiger und bedeutender Unterschied, dass man merkt, das eine kann mehr informativ sein und das andere möchte wirklich etwas initiieren. Man spricht auch bewusst von Initiation. In dem einen geht es darum, über einen Prozess Bescheid wissen und das andere sich auf diesen Prozess einlassen, wirklich mit Gott eine Beziehung beginnen.
ist überhaupt keine Frage, dass für das Hineinwachsen in den Glauben beides notwendig ist. Wissen und Beziehung. Ich denke, das kann man nicht gegeneinander ausspielen, aber die Glaubenskurse, die wir jetzt im Blick haben, die möchten eigentlich das ansprechen, was diesen Prozess initiiert. Weil es auch meistens die Basis ist, aber es ist nicht immer so. Aber die Basis ist, wie jemand in den Glauben hineinwächst. Und zu diesem Prozess möchten wir Sie ja mit unseren Kursen auch einladen. Also existenzbezogene Glaubenskurse. Und dort haben wir die Erfahrung gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass zwei Elemente dort stärker vorkommen. Das Element Beziehung. Wir reden ja viel von Beziehungen, Beziehungen zu Menschen, Beziehungen zu Gott, Beziehungen zu Jesus Christus. Und das Moment Erfahrung. Ich möchte nicht nur theoretisch etwas, sondern möchte wirklich, dass das mich innerlich berührt. Und diese beiden Elemente sind wichtig für drei Dinge. Fürs Entstehen, das Wachsen, das Erneuern einer persönlichen Du-Beziehung zu Jesus Christus. Das ist ja das, was die Menschen damals, vor allem die Jünger, erlebt haben. Ich kann mit ihm eine ganz vertraute Beziehung aufnehmen. Und dafür ist es wichtig, dass man dafür Zeit hat und dass man sich auf so einen Prozess, eine Freundschaft, könnte man sagen, einlässt. Ein zweites ist, ich denke, Erfahrungen und Beziehungen sind auch wichtig, um eine Antwort geben zu können. Dass ich wirklich spüre, das berührt mich innerlich, wie ich vielleicht noch mal die Antwort gebe, wenn ich jemanden heirate. Und damit fälle ich zugleich eine Grundentscheidung. Möchte ich eigentlich mich auf einen Weg mit Gott einlassen oder nicht? Und deshalb sind Erfahrung und Beziehung wichtig, eben auch für diesen Prozess der Initiation. Das Wort Initiation kann einen vielleicht erinnern an das Wort Initiale. Das heißt, die Anfangsbuchstaben. Und die Anfangsbuchstaben unserer Beziehung zu Gott, dort hinein möchte eigentlich der Glaubenskurs führen. Oder für jemanden, der so etwas Ähnliches schon gemacht hat, möchte es eigentlich in uns auffrischen, daran erinnern. Denke mal, du hast auch mal irgendwann so gleichsam an der frischen Quelle Wasser geschöpft, frisches Wasser geschöpft und möchtest dich da erneuern. Wenn man das so zusammenfasst, Glaubensprozesse werden angestoßen. Die werden angestoßen in der Bibel, Anrede, Einwand, Beistand, Antwort und auch in Glaubenskursen. Eigentlich alle Glaubenskurse, nicht nur die, die hier auf dieser DVD vorgestellt werden, alle Glaubenskurse haben eigentlich dieses Grundmuster. Am Anfang steht in der Anrede ganz bewusst diese Zuwendung, Gott hat dich persönlich beim Namen gerufen. Er sagt ohne Wenn und Aber Ja zu dir. Das ist ja eigentlich das Filetstück der christlichen Botschaft. Du bist bejaht, egal was ist, egal was gewesen ist, egal wie es gerade um dich aussieht, du bist bejaht. Das ist ja etwas, was wir Menschen heute genauso suchen wie die Menschen vor 2000 Jahren. Dann kommt aber auch der Einwand. Stimmt das wirklich? Die eigenen Lebenserfahrungen sprechen doch gegen eine solche Liebe von Gott her. Die Lebenserfahrungen mit Leid, die Lebenserfahrung von Schuld, aber auch so das Gespür, oh, ich muss mich darauf etwas einlassen, wenn jemand mich so anspricht und so bejaht, das ist ja wie so ein Heiratsantrag, will ich das, soll ich das, kann ich mich darauf einlassen? Und der Beistand, die Zusage Gottes, du, ich bin da bei dir. Du musst nicht primär etwas leisten, du musst dich einlassen. Und das wird in so Glaubenskursen immer auch ein Stück erfahrbar. In liturgischen Feiern, wir nennen sie mystagogische Feiern. Feiern, wo das, was vorher so in Worten gesagt wurde, sich verdichtet. Die Zuwendung und die Antwort, die Bereitschaft des Menschen da gleichsam zum Ausdruck kommt. Oder auch durch das Gespräch mit den anderen, das Zeugnis anderer, wo ich merke, ach, in denen, da ist das ja auch so und die ringen auch und dann bin ich ja nicht so ganz daneben. Und dann kommt die Antwort. Die Antwort muss nicht heißen, alles klar. Das glaube ich, das können wir als Menschen gar nicht. Aber ich möchte dir immer mehr vertrauen. Und so eine Antwort kann zum Beispiel vollzogen werden, wenn ein Taufgedächtnis durchgeführt wird. Also eine Erinnerung an unsere Taufe, wo ja eigentlich so der Anfang war. Wenn ich das zusammenfassen darf, existenzbezogene Glaubenskurse, die leben von diesen vier Schritten, Anrede, Einwand, Beistand, Antwort, die vier Schritte aus der Bibel. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was sie wollen oder dass man auch merkt, was ein solcher Kurs nicht will und nicht leisten kann. Es geht um Gottes Botschaft, die mich persönlich anspricht.
Nach Pfingsten, als Petrus gepredigt hat, da heißt es, es traf sie mitten ins Herz. Darum geht es, dass ich merke, oh, da bin ich gemeint. Oder wenn meine Schwester mir erzählt, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, da hat sie sich irgendwo gleich berührt gefühlt und spricht, oh, wer ist das? Wer tritt da in mein Leben ein? So etwas darf Fragen, darf Widerspruch, darf Unsicherheit aufwerfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das heißt, so ein Kurs ist nicht etwas Glattes, was ich lerne, sondern ich möchte mich da auf einen inneren Prozess einlassen und Fragen und Widerstände und Zweifel dürfen sein. Und mitten in diesen Fragen und Widersprüchen, das erfahren wir immer wieder, das können wir gar nicht machen, aber wir dürfen es erleben, wie es geschieht, da verstärkt Gott sein Werben um mich. Der wirbt ja wirklich um mich. Du, trau mir doch, lass dich doch auf mich ein. Und er ist es, der hilft, Einwände beiseite zu räumen. Das müssen nicht wir machen, das macht er. Und diese Zuwendung, wenn ich merke, oh, da ist Gott wirklich, der um mich wirbt, ja, man könnte fast sagen, der um mich ringt, der sich müht um mich, dem ich am Herzen liege. Das macht es möglich, dass ich auf seine Zuwendung eine Antwort gebe. Die Antwort vielleicht, dass ich sage, ja, hier so an dieser Wegetappe, da wo ich an der Kreuzung meines Lebens stehe, da möchte ich wirklich mich mehr auf diesen Weg des Vertrauens auf Gott einlassen. Diesen Weg, wo ich glaube, dass ich nicht allein bin, sondern dass Gott mit mir ist. Das sind existenzbezogene Glaubenskurse. Noch einmal, Wissensvermittlung ist auch wichtig. Man kann es gar nicht gegeneinander ausspielen, aber das, was wir jetzt ganz bewusst im Auge haben und auf dem Herzen haben, ist, dass Menschen sich auf diesen Prozess einlassen. Du sagst ja zu mir und ich sage ja zu dir und ich wünsche Ihnen den Mut, sich darauf einzulassen und die Freude, die aus diesem, ja, neu an der Quelle der Gemeinschaft mit Gott zu schöpfen, aus dieser Quelle zu schöpfen, die Freude, die daraus erwächst.